Willkommen zu dieser Meditation, mit der du Blockaden lösen und einfach und schnell deinen Wunsch manifestieren kannst. Jetzt such dir eine bequeme Position, gerne in einem Sessel oder auf einem Stuhl. Und wenn du soweit bist, dann schließ deine Augen. Deine Gedanken und Gefühle können eine mächtige Anziehungskraft haben und dir helfen, deinen Wunsch zu manifestieren. Aber wenn du nicht eindeutig auf deinen Wunsch ausgerichtet bist, dann kann es auch sein, dass du deine Manifestation mit deinen Gedanken und Gefühlen blockierst. Jetzt atme mal tief durch und spür, wie die Anspannung von dir abfällt. Deine Atmung wird langsam ruhiger. Du atmest ganz tief und gleichmäßig. Dein Körper sinkt langsam in eine wohlige Entspannung hinein. Du hast also einen Wunsch, den du manifestieren möchtest. Kannst du diesen Wunsch mal in einem Satz formulieren? Was genau möchtest du manifestieren? Dann spür mal in dich hinein. Wie geht es dir heute, wenn du an diesen Wunsch denkst? Was für Gefühle kommen in dir auf, wenn du an diesen Wunsch denkst? Es geht hier nicht darum, irgendetwas zu bewerten. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Fühl einfach, was da für Gefühle hochkommen. Diese Gefühle sind wie große Luftblasen, die in einem Pool nach oben blubbern. Sie entstehen im Pool unter Wasser und steigen dann an die Wasseroberfläche. Denk an deinen Wunsch und lass diese Gefühle in dir aufsteigen. Was kannst du fühlen? Fühl einfach, was da kommt. Und lass die Gefühle nach oben blubbern.
all diese Gefühle, die du weggeschoben und ignoriert hast. Lass sie raus. Lass sie aufsteigen. Und wenn sie die Wasseroberfläche erreichen, dann platzen sie einfach und verflüchtigen sich. So kannst du diese Gefühle wirklich fühlen und dann loslassen und freisetzen. Aber Gefühle sind nur Gefühle, keine Wahrheiten. Oft sind Gefühle nur alte Muster, alte Glaubenssätze, die dich klein halten. Lass sie einfach ziehen. Jetzt, wo du diese Gefühle freigesetzt hast, fühlst du dich unglaublich erleichtert. Du hast dich befreit und Platz geschaffen für diesen Wunsch, für diese Manifestation. Für dich öffnet sich ein ganz neues Kapitel. Und jetzt kannst du diesen Wunsch ganz mühelos manifestieren. Du hast so viel versucht. Du warst so geduldig. Du hast es so verdient, dass dieser Wunsch endlich erfüllt wird. Und das Universum ist auf deiner Seite. Es versucht dir zu helfen. Es versucht dir Möglichkeiten und Hinweise zu schicken. Aber du musst es auch zulassen. Du musst diese Möglichkeiten und Hinweise auch sehen und wahrnehmen. Alles ist möglich. Du bist jetzt frei. Du darfst alles machen. Du darfst alles sein, was du möchtest. Und du darfst diese Manifestation annehmen. Wenn du dich entscheidest, diesen Wunsch wahr zu machen, dann wird er auch wahr. So funktioniert das Gesetz der Anziehung. Du hast die Gefühle, die dich bisher blockiert haben, losgelassen. Der Weg ist jetzt frei. Alles
alles ist möglich. Also, was ist dein Wunsch? Formulier nochmal ganz präzise, was du dir wünschst. Und dann spür diesen Wunsch ganz intensiv in deinem Herzen. Von jetzt an sitzt dieser Wunsch in deinem Herz. Du kannst ihn immer spüren. Du trägst ihn immer in dir. Vor deinem geistigen Auge stell dir vor, wie dein Leben aussehen wird, wenn dieser Wunsch wahr geworden ist. Wie wird sich dein Leben ändern? Dann atme jetzt mal tief durch. Es liegen neue Ideen und Möglichkeiten in der Luft. Das Universum wird dir helfen. Es wird dir Zeichen schicken, eine Gelegenheit, eine Einladung, eine glückliche Fügung. Oder seltsame Zufälle. Und du musst dich darauf einlassen. Weil Wünsche manifestieren sich immer ganz anders, als wir es erwarten. Also hör auf, alles kontrollieren zu wollen und lass das Universum einfach machen. Lass dich drauf ein. Hab ein bisschen Geduld und halte immer Ausschau nach Zeichen. Geh bewusst durchs Leben. Geh nicht einfach vorbei, wenn sich eine Tür einen Moment lang für dich öffnet. Entdecke die Chancen und Möglichkeiten. Erinnere dich immer an deinen Wunsch und lass die Chancen und Möglichkeiten zu dir kommen. Dann atme jetzt nochmal tief durch.
Spür deinen Körper. Streck dich ein bisschen. Und dann komm langsam hierher zurück und öffne deine Augen.